Euer Furchtkolle mal wieder am Start für euch. Und heute gibt es mal was ganz, ganz, ganz Besonderes. Es ist wirklich was Besonderes. Und zwar habe ich mir eine größere Spinnengruppe geholt und ihr dürft mal sehen, wie viele es sind. Und ja, ich freue mich. Liebe Grüße gehen auch an den Herrn Köstler raus, von dem ich die Tiere habe. Genauere Daten werde ich jetzt von dem Mann nicht nennen. Ist eine Privatperson und die Daten haben jetzt auch nichts im Internet zu suchen. Aber vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr. Und ihr dürft jetzt mit reinsehen. Also bis gleich. Das ist das gute Paket von dem Herrn Köstler. Und wir werden das jetzt mal, würde ich mal sagen, öffnen zusammen. Ich hoffe, ich kriege das mit einer Hand gut hin, weil der Mann hat es echt gut gemeint mit dem Verpacken. Gucken wir doch mal. Und ich hoffe, also mit einer Hand aufnehmen und öffnen ist echt mega schwer. Das ist halt nicht mein Ding. Ich arbeite gerne mit zwei Händen. So. Na, ah, da ist es noch, da ist es noch, da klebt es noch. Oh, schön verpackt, immer schön auf Safety First, finde ich gut. Ein Luftloch hat er gelassen sogar noch, hier ist ein Luftloch, dass noch ein bisschen was durchgeht an Zirkulation, ein Heatpack, auch gut reingelegt, muss man gleich sagen. Der Mann weiß auf jeden Fall, wie man Heatpacks benutzt. Ich hatte auch schon mal den Fall, dass man es nicht wusste. Und da sind mir die Tiere während der Reise schon eingegangen, weil solche Heatpacks müssen atmen und dürfen nicht zu nah am Tier sein. Deswegen hat der Mann auch hier nochmal Steropor zwischengelegt. Sehr, sehr gut, vielen Dank. Ist auch immer noch schön warm, also es ist wirklich Knaller. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Einmal, ich werde noch nicht den Namen zeigen, vielleicht hat man es, jeder, der jetzt wahrscheinlich jetzt stoppt das Video, kann es wahrscheinlich jetzt lesen. Aber so, erstmal hier ein Papierscheiß war. Also es ist immer das Nervigste, der Papiermüll, weil ich darf mal wieder entsorgen, aber es muss halt sein. So, wir haben, ich denke, alle Tiere beisammen. Ich weiß, dass ich die Woche noch mal ein Paket bekomme mit Tieren. So, packen wir das auch mal wieder da rein. So, wie ihr seht, in diesem Paket waren insgesamt 15 Balfouris drin, die haben eine oder sollen eine Körperlänge von 2 cm haben. Und ja, ich habe ja auch schon mal in einem Anfängervideo, ich kann es gerne mal verlinken, das wird dann hier oben dann aufbloppen im Infobalken. Da habe ich ja auch erzählt, dass man als Anfänger das jetzt nicht unbedingt machen sollte, aber wenn man halt schon ein bisschen fortgeschrittener ist, kann man sich halt auch diese Tiere in Gruppen holen. Das habe ich jetzt auch in dem Fall gemacht. Und wir werden die jetzt zusammen umsetzen. Das ist das Terrarium. Ich zeige es mal von vorne. Ja. Wir haben, wie gesagt, die Tiere sind noch jung. Deswegen habe ich jetzt einfach mal nur 3 Röhren reingelegt, in die sie halt quer irgendwie rein können. Dort können sie als Gruppe weiterleben. Und ja, Wasserschale mache ich zum Schluss rein, weil jetzt kommt erst einmal der stressige Part. Jetzt kommt es dazu, dass ich die alle hier reinpacken muss. Und ihr dürft natürlich dabei sein. Also kann auch sein, dass die Folge ein bisschen länger dauert als sonst, ne? Das ist klar. Ich versuche das irgendwie so zu drehen, dass ihr am besten und am meisten davon mitkriegt. So, welche Packung hatte ich denn eben schon mal aufgeschnitten? Die hier. Man muss ja auch mal gucken, leben die Tiere noch? Leben sie nicht mehr. Ich brauche noch mal kurz mein Messer, weil ich will sie auf beiden Seiten öffnen. Der Herr Köstler hat die Dinger gut verpackt.
Wie gesagt, alles safe, alles sicher. Auf jeden Fall großes, großes Danke. Ja. Ich mag den Mann sehr. Er ist auch sehr freundlich. In unserem E-Mail-Talk haben wir auch ein bisschen rumgespäselt. Also von daher ist alles okay, alles gut. So, und jetzt muss ich mal Papier, Papier, Papier. So, und da sehen wir schon mal eine von fünf. Und ich würde sagen, die setzen wir hier so rein. Setzen wir die rein. Ich denke schon, dass wir die so. Ah, guck. Da haben wir 3. 3, sehe die anderen nur nicht. Vorsichtig nochmal die anderen C-Was alle durchchecken. Ne? Man weiß ja nie, ob da mal so ein Tier dranhängt, aber wir werden jetzt erstmal die Tiere raustun. Ja, du kannst raus. Nein, 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 du kannst raus. Nein, andere Richtung. Okay. Ja, ich sollte, glaube ich, mir noch einen Fangbehälter parat halten. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere sich denkt, oh, dann laufe ich mal in eine andere Richtung. Und dann, und dann darf ich sie einfangen. So, da haben wir schon das eine, das andere. Der gute Keule, der hat ja hier alles parat. Guck, sie kommt doch. Da kommt schon die erste, die sich sagt, ja, sieht doch ganz gut aus hier. Fühlt sich doch gut an. So, ja, dann laufen mal. So, da ist die erste in ihrem neuen Zuhause. Ja. Die zweite. Langsam. Oh, drehst du wieder ab? Komm, dreh um. Da geht die dritte ihren Weg. Sehr schön. Ja, ich weiß, ihr wollt jetzt alles beobachten und erkunden. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die anderen zwei sind. Ich sehe, bin schon ein bisschen was Dunkles an der einen Stelle. Sieht mir nicht so aus, als hätten die sich im Zeber eingemurmelt. Und auch noch an der beschissensten Stelle, wo man sich halt auch noch einmurmeln kann, also. Ja, da geht die nächste ihren Weg. Hopp, raus mit dir. Natürlich muss es die letzte kompliziert machen, hä? Zurück.
Jetzt weiß ich nicht, ist sie vom. Ist sie vom Zebra runter oder nicht? Scheint so. Okay, die ersten fünf. Also dieses Projekt ist auch für mich was Neues. Also ich freue mich aber auch schon irgendwie drauf. Also ich bin sehr, sehr happy, dass ich mal zu so einer Gruppe komme. Wirklich, ich bin da sehr, sehr happy drum. So, dann schneiden wir die nächsten auf. Natürlich, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema Vogelspinnen, zu der Sorte Balfouri, so wie ich sie jetzt da habt, könnt ihr lieben gerne einfach in die Kommentare schreiben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also Klebeband darf ja nicht mehr zu einigen Firmen das sagen, was wie sie eigentlich ja heißen. Ne? Dreh mal wieder um, meine Liebe. Nee, nee, du bleibst schön da, wo du bist. Ich hab dich schon erkannt. So, jetzt haben wir hier die nächsten, die ich hier mal auspacken werde. Wo geht's hier auf? Ah, ich sehe sie schon. Da seht ihr die guten. Ah, sie sind auch. Sie sind lebendig. Und das ist auch gut so. Du bleibst da hinten. Ich warne dich. Ich fange dich wieder ein. Hupa! Da kamen sie mir entgegen. Ja, das war mir schon klar, dass es ein bisschen stressig wird, das Video. Nein, 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 nein. So, wird ein bisschen stressig, das Video? Nein, und du auch nein. Oh, sie ist entflohen. So, da seht ihr mal den Flüchtling. Ah, schön. Es ist ein aufregendes Hobby. Es ist klar, es sind Jungtiere, die sind halt sehr, sehr flüchtig, sehr, sehr schnell, sehr, sehr agil. Stress. Ja, Mädchen, komm, geh von der Tür da weg. Ja, komm, hopp, hopp. Ja, bleib doch bei deiner Familie da hinten. Was willst du denn hier vorne an der Tür? Das musst du mir erst mal sagen. So. So. Es ist ein sehr tolles Hobby, Leute. Es ist das eins meiner besten Hobbys, was ich habe. So. Ich versuche irgendwie jetzt mal ein bisschen mehr Sicht auf euch, auf das Ganze hier zu geben. Das Zebra liegt halt nicht so praktisch, deswegen ist die jetzt auch rausgekommen.
Ja, nee, Mädchen. So, da kommt die nächste schon. Die lotsen wir aber gleich zurück. Die kommt jetzt hier gerade an der Ecke. Und da oben kommt schon wieder die andere. Ja, die findet ihren Weg alleine. Und nein, du gehst zurück. Nein, du gehst auch in eine andere Richtung. Die wirkt sehr, sehr ruhig. Du gehst wieder in die andere Richtung, habe ich gesagt. Sucht euch doch mal ein ruhiges Plätzchen und chillt. Was ist denn los mit euch? Andere Richtung. Wird wirklich ein sehr langes Video, das sage ich euch jetzt schon, weil ich muss sie immer wieder zurechtlotsen. Ja. Ich muss sie halt immer wieder zurückschicken. Das macht das Ganze hier so kompliziert. Genau. Wie viele haben wir jetzt da eigentlich rausgenommen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist da noch eine drin oder ist da keine mehr drin? Wir holen einfach mal den Karton raus. Ich bin mir unsicher. Eine haben wir noch drin. Ein oder zwei? Was ist denn da unten los? Ja, das ist nur noch die eine. Oder? Das ist nur die eine? Ja, scheint so. Ja, es ist nur die eine, Leute. So, dann machen wir es auch wieder so wie immer. Wir stellen es rein. Und dann versuche ich sie da irgendwie. Genau, so ist gut. Ja. Noch bin ich kein Futter. Ja, aber die wissen schon eigentlich, wo sie alle hin müssen. So, wir machen jetzt noch einmal einen Check. Du kannst ruhig noch da bleiben, wo du eigentlich eben warst. So, wir müssen so früh genug wieder hochlotsen, sonst beginnt hier nicht wieder das Chaos. Scheint nicht mehr, als wenn hier noch irgendwas drin wäre. Okay, dann hat sich das erstmal erledigt mit der Packung. Also haben wir da jetzt aktuell schon mal, wenn alles richtig läuft, 10 Tiere vorhanden. Und jetzt kommen die. Was ist mit dir da hinten? Also die eine will es echt heute wissen. Ich glaube, die ist auf Erkundungstour und deswegen ist die gerade da so unterwegs. Stress pur. Ja, du gehst zurück. Geh einen anderen Weg. Nein, auch nicht an der Decke entlang. Geh einfach einen anderen Weg. Es geht nicht in meine Richtung. Nein. Ja, da gibt es tausend Wege, du nimmst nicht meine.
Leute, was für ein Stress. Wenn man so viele, das ist wie auf ein Kind aufpassen. Das ist genau dasselbe. Da sagst du nein, das ist nichts für dich und da wird trotzdem geguckt. Das macht Aua, da wird trotzdem hingefasst. Ja, so ist das. Ja, Mädchen, bist du da hochgelaufen, gell? Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, aber trotzdem, jetzt bist du da hochgelaufen. Na, jetzt kommst du, wenn du schon mehr weg. Aha. Bleib bitte. Die versteht es einfach nicht, dass er in die andere Richtung soll. Danke. Da kommt die nächste und macht es jetzt wahrscheinlich mehr kompliziert. Und deswegen sage ich immer, das ist nichts für Anfänger. Da muss man eine Ruhe bewahren, da muss man gelassen sein, man muss wissen, auf was man sich einlässt. Aber das macht es, wenn ich dann so aufregend, wo ich sage, das ist eben halt nichts für einen Laie, ja, für jemanden, der das jetzt neu anfängt, das Hobby. Für den ist das hier, was ich jetzt gerade hier mache, mit 15 Tieren, in meinen Augen ist das für jemanden, der das neu macht, das Hobby, ist das nichts. Ja, da musst du ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ja, darfst du da ruhig rauskommen, aber du musst in die andere Richtung. Genau. Jawohl. Nein, in die Richtung. Du bist doch schon richtig. Ja, genau. Ja, du kannst da raus. Schön. Guck, das ist das, was ich bei euch im letzten Video schon mal gesagt hatte. Die Spinnen sind es jetzt gewohnt, also jetzt für 1, 2 Tage oder wie auch immer, wie lange in dieser Höhle waren oder beziehungsweise in dieser Schachtel. Und die sind es nicht gewohnt, dass auf einmal nach oben hin Platz ist. Da ist auf einmal. Ich muss gerade ein bisschen die Augen aufhalten. Na? Was ist los? Bist du jetzt aggro? Die eine ist aggro. Nein, in die andere Richtung. Okay, eine ist davon aggro, die hat jetzt gerade keinen Bock. In die andere Richtung. Nein, 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 nein. Nein, du gehst zurück. Ja. Du sollst zurück. Du bist in der Richtung, bist du komplett falsch, Mädchen. Genau. So, und aha, so, jetzt haben wir sie zumindest schon einmal aus der Angriffsposition rausgekriegt. So, schön, supi. Klasse, genau. Die Aggressive ist raus. Und das Zebra kommt auch weg. Das Zebra kommt auch weg. Zwei, drei Stück sind da bestimmt noch drin. Ja, du kannst du mal hier hochkommen. Genau. Ja, nee, du bist schon richtig. Lauf schon. So, oh. Nicht so schnell. Ja, seht ihr, ihr seht, was ich meine. Sie weiß halt nicht, dass offen ist. Sie weiß nicht, dass sie einfach gehen kann. Auch das sind sogar noch zwei drinne. Da ist noch eine etwas kleinere. Die ist auch relativ fix. So, jetzt muss ich links gucken, da tut sich was links. Ja, waren das alle? Scheint so. Ah,
kurz vorm Ende flüchtet mir jetzt keine mehr. 15 Balfouri.